Guten Abend, liebe Damen und Herren. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist nicht nur die Uraufführung von unserem Requiem, sondern wir sind auch in diesem wunderschönen Solothurn. Es ist für mich eine grosse Ehre, für so einen grossen Chor und Orchester zu komponieren, wo mit so viel Elan und Freude das in den letzten Wochen und Monaten einstudiert hat. Ich möchte einen grossen Dank aussprechen am Vorstand und am Dirigent Florian Kirchhofer, der mich ein Jahr lang liebevoll begleitet hat. Ein paar Worte zu der Entstehung. Der Florian hat mich ungefähr vor einem Jahr gefragt, ob ich einen Zusatz möchte komponieren zum Carl Jenkins. Und ich habe dann gewusst, das ist so wunderschön in sich abgeschlossen, dass ich mich nicht nochmal möchte wiederholen. Und ich habe dann plötzlich die Idee gehabt, ich tue mich mit der Frage auseinandersetzen, was ist vor dem Requiem und was ist nach dem Requiem. Das Requiem ist ungefähr in 2,5 Monaten entstanden. Die ersten 2-3 Wochen habe ich mich ans Klavier gesessen und mich von der Musik leiten lassen. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, ich bin in Palästina und habe dann gedacht, ich möchte eine Reise durch Israel komponieren. Es ist nicht nur eine äußere Reise durch Israel, sondern auch eine Reise zu sich selber. Und mit der Frage am Schluss, was nach unserer Reise im Leben kommt, wie es sich anfühlen wird oder sogar anhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn es am Schluss wird einen ganz grossen Applaus geben für den Chor, für das Orchester, für den Vorstand und für den Dirigent. Nicht nur für den musikalischen Einsatz, sondern wie liebevoll ich in das Projekt eingebunden worden bin. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spass mit der Reise durch Israel und merci vielmals.